Einen schönen guten Abend bei uns beim Live-Stoffe gucken heute Abend mit Special Gast Katja. Bin heute auch dabei. Große Unterstützung. Und das hat natürlich seinen Grund, weil Katja hat jetzt ein E-Book, das Kleid, also mehrere E-Books, aber ein neues. Das neueste E-Book. Genau, das neueste Kleid, Liane. Iliane. Iliane, sorry. Iliane, das mache ich jedes Mal falsch. Aber ich lerne es auch noch. Kleid hat es ja immerhin schon. Ja, genau. Zeigen wir euch auch gleich. Genau, das Kleid Iliane ist jetzt ganz neu erschienen am Sonntag. Und ich sage es gleich vorweg, es gibt es noch zum Einführungspreis mit 40% Rabatt zum Preis, den es dann nämlich ab morgen haben wird. Also schnappt es euch heute am besten noch, wenn es euch gefällt, weil morgen wird es teurer. Genau. Und deswegen gibt es heute auch ein Special dazu, wo wir euch einmal das Modell zeigen. Es ist schon hier hinten dran. Und genau, hier liegen ganz viele Stoffe, die wir dafür ausgesucht haben. Mal gucken, ob wir es überhaupt schaffen, euch alle zu zeigen. Wenn es spät ist, dann hören wir einfach auf. Genau. Wir haben nämlich nachher direkt noch den nächsten Termin. Da geht es dann in meinen Club rein. Die warten dann in einer Stunde auf uns. Also wir müssen einfach schneller reden. Genau. Und so viel Zeit haben wir jetzt. Und jetzt gucken wir einfach, genau, und dann zeigen wir jetzt gerade das Modell. Und dann zeigen wir die Stoffe. Und dann so. Genau. Wenn ihr euch das Modell noch in mehreren Varianten anschauen wollt, dann könnt ihr das auf meiner Webseite. Ich gebe es einfach durch und werde es im Anschluss hier mal noch in die Kommentare tippeln, was ihr da, ich glaube, verlinken geht ja sowieso nicht. Ne? Also ist ganz einfach www.katjuschka.de und dann /Iliane, I-L-I-A-N-E. Und da kommt ihr zum E-Book und vor allem aber zum Lookbook. Da sind ganz viele Designbeispiele, die eben im Probenähen schon entstanden sind. Da seht ihr, wie wandelbar das Kleid auch tatsächlich ist. Wirklich, die Stoffauswahl macht so wahnsinnig viel aus. Ja. Und da waren sehr viele verschiedene Stoffe dabei. Und genau, das finde ich einfach immer schön, wie man da dann doch fast jeden Schnitt eigentlich wieder auch zu seinem ganz eigenen machen kann, ne? Genau, aber jetzt zeigen wir erstmal diese Version. Ja, ich habe es ein bisschen mit Schwarzgrunde gemacht, weil ich ziehe einfach gern schwarz an. Und gerade jetzt am Sommerabend, wenn man jetzt irgendwo hingeht oder so, sieht es auch schick aus. Es ist auch Richtung Boho mit der Spitze und eine schwarze Sandalette dazu. Das ist auch, sieht auch richtig cool aus. Und dann, oder mit lederfarbenen Stiefeln noch. Ein Stück zurück, dann sieht man nämlich leicht auch unten, genau, ja. Da wiederholt sich jetzt also nochmal das Gold, was hier in den Seiten drin ist, und das Gold ist eben auch ganz fein hier in dem Streifen mit drin. Vielleicht für diejenigen, die das Modell noch nicht kennen, kurz ein paar Fakten dazu. Also der Ausschnitt hat hier so einen angesetzten Tunnel mit einer Kordel, da ist jetzt eine extra Kordel drin, da kann man natürlich auch immer wunderbar aus dem Stoff des Kleides was Schmales nähen und dort einziehen. Also das ist hier gerafft, von daher auch variabel. Man kann das so weit oder eng gestalten, wie man möchte. Dann ist hier eine Teilung drin. Also was ihr hier seht, diese Spitze, die ist nochmal aufgesetzt auf dem seitlichen Vorderteil. Das heißt, die Teilung ist hier, bietet sich eben wirklich schön an, um solche Sachen noch aufzusetzen für Muster, Stoffmix. Man kann hier auch einfach nur eine Paspel mitlaufen lassen, zum Beispiel. Dieses Vorderteil ist gedoppelt, verstürzt eben an diesem Schlitz. Das bietet dann einfach auch nochmal die Varianten, dass man es entweder so gebunden tragen kann oder tatsächlich so. Ist dann eben auch innen schön, dadurch, dass es komplett gedoppelt ist. Man könnte hier natürlich auch nochmal mit einem anderen Stoff spielen, um einen Effekt mit reinzubringen. Dann ist es ein Raglan-Schnitt. Das ist wirklich schön luftig, locker, leicht. Auch bei warmen Temperaturen dadurch einfach angenehm zu tragen. Das ist jetzt die Dreiviertellänge vom Ärmel. Es gibt eine lange Ärmellänge und es gibt einen kurzen Ärmel. Alle drei Längen kann man mit so einem, oder sind gedacht mit einem Gummizug, dass es so ein bisschen so einen Ballon-Effekt hat. Den kurzen Ärmel kann man aber auch super gut offen lassen, ist dann einfach ein weiter kurzer Ärmel. Also da gibt es vier Varianten
Und das Spezielle an dem Modell ist, das sieht man jetzt hier gar nicht so sehr, weil es der gleiche Stoff ist, diese Bindebänder. Und zwar kommen die hier aus dieser Teilungsnaht raus, auf beiden Seiten natürlich. Und dann kann man das Ganze nach hinten nehmen und entweder hinbinden oder wenn man die Bänder länger gestaltet, da habt ihr auch zwei Längen im Schnittmuster drin, kann man es wieder nach vorne nehmen und hier binden. Hier jetzt auch schön einfach mal seitlich gebunden, anstatt vorne in der Mitte. Ne? Da hat man auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Und dadurch ist das Kleid eben einerseits total weit und luftig, locker, wirklich bequem zu tragen, aber hat eben dann doch nochmal diese Betonung in der Taille, wieder ja, trotz allem Figur betont, feminin. Und der Rock ist ein Stufenrock, also das sind drei Stufen. Hier ist nochmal, ist jetzt der gleiche Stoff hier, deswegen sieht man unten die dritte Stufe besser. Genau, aber ist hier auch nochmal unterteilt, jedes Mal angekräuselt. Und das ist halt immer ein super easy Rock, um ihn auch in der Länge anzupassen. Ne? Wenn man es lieber kürzer mag, dann lässt man die unterste weg oder passt die Längen der einzelnen Stufen an, bastelt noch eine vierte Stufe an, dann hat man Maxi-Kleid. Und auch da seht ihr verschiedene Varianten dann im Lookbook. Es gab auch zwei, drei Varianten, wo nur die oberste Stufe angenäht wurde. Und dann hat man einfach eine Tunika. Ne? Also da kann man ganz leicht das eben auch wieder so an den eigenen Geschmack anpassen. So, das soll es zum Kleid gewesen sein. Und jetzt, jetzt kommen die Stoffe. Jetzt kommen die Stoffe, darum geht es ja hier. Wir sind ja der Stoffdealer. Genau. Außer wissen, wie man die Stoffe auch verteilen kann am Kleid. Ja, also hier habt ihr den Originalstoff. Der ist eigentlich in der Länge. Hier ist jetzt als Rock quer verarbeitet worden. Man kann es natürlich auch längs nehmen. Und das ist eine Viskose und der Meterpreis ist bei dem 16,90. Eben dieses Grau-Schwarz mit diesem Rost drin. Und genau, vielleicht kann man es einmal kurz, dass ihr die Struktur tatsächlich seht. Das Muster ist wirklich eingewebt, ne? Das ist nicht gedruckt. Und das ist auch so ein glänzendes Garn auf dem matten schwarzen Grund. Also wirklich sehr, sehr edel. Sehr schön. Ja, und hier ist ein Viskose-Satur-Stretch. Also der hat so einen leichten Glanz, er ist auch relativ 300 Gramm pro Quadratmeter und innen total angenehm. Also er ist nicht so dünn, er ist schon ein bisschen griffig. Mhm. Man könnte auch eine gute Hose draus machen. Also als ja. Das als Tunika-Oberteil und eine Hose dazu ist natürlich auch cool. Auch eine gute Idee. Und das Ganze ist von der Firma Toptex und der Meterpreis ist 33,90. Aber super edel. Und mit Elastan-Stretch. Er braucht man jetzt im Kleid nicht, aber wenn es vielleicht eine Hose wird, zu der passenden Tunika. Ja. Okay. Und denselben Stoff gibt es nochmal als anderen Streifen. Da. Da. Ja. Da ist er. Wer es farbiger mag, greift zu dem. Ja, in den Lila-Töne mit diesem bisschen Rost dazu. Und da haben wir jetzt ein Uni dazu, wenn man möchte. Das ist ein Muslin, also eine weiche Baumwolle in dem dunklen Ton. So, wenn wir schon zu zweit sind, genau. Kann man es besser halten. So. Genau. Also es entspricht so diesem dunkleren Lila-Ton, ja, hier drin. Da drin ist. Genau. Was beim Streifen halt immer richtig cool kommt, wie man jetzt auch hier hinten sieht, wenn man die Richtung im Kleid wechselt, wobei ich euch, glaube ich, den Streifen im Rock immer quer empfehlen würde. Es kommt irgendwie besser. Ja, es kommt besser. Ich habe es auch erst überlegt mit Längsstreifen. Hat mir jetzt nicht so gefallen. Also quer ist wirklich besser im Stufenrock. Ja. Und was auch richtig gut aussieht, wenn man eben das ganze Kleid wirklich aus dem gleichen Stoff macht, also komplett gestreift. Hier ist ja jetzt nochmal das Uni hier mit kombiniert, aber man könnte das komplett gestreift machen. Und dann aber einfach mit einem Uni-Stoff, und deswegen haben wir hier den Lila ausgesucht, nur die Bänder hier farblich absetzt. Dann betont das einfach auch nochmal die Taille. Ja. Das ist echt ein schöner Effekt und unterbricht dieses Gemusterte. Also gilt natürlich auch für alle anderen Muster, nicht nur für Streifen. Genau. Ja, also der dunkle, das ist jetzt eine 100% Baumwolle, ganz weich, fast schon wie Muslin. Ist kein Muslin, aber ist, so, ist auch doppelt. Ja, geht schon in die Richtung. Und der Meter ist 14,90. Liegt
Ah nee, das ist die. Ist ja, 1,44 breit. Ah, ja, 1,44. Ja, genau. Und der war ja, wie gesagt, 16,90 der Meter der Streife. Ja, und jetzt haben wir noch viel. Ja, noch ganz viel. Der Wagen war nicht so voll, bis ich gekommen bin und nochmal so viel Stoffe aus den Regalen rausgezogen habe. Ja, da haben wir eine tolle Jeans. Der hat nämlich schon in sich einen Effekt mit leichter Kräuselstreife drauf. So gecrashte Streifen mit verschiedenen Muster. Aber die kann man natürlich auch gut zu dem Kräuselrock verwenden. Dann werden sie nochmal gekräuselt. Und das ist eine Viskose. Also hat auch einen ganz leichten, ganz schönen Glanz. Ja, 59 Viskose mit Polyester. Also richtig weich, total angenehm, leicht, fließend. Und da habe ich gedacht, da haben wir nämlich so eine schöne weiße Spitze. Ich halte mal den, kannst den drauflegen. So eine durchsichtige, wenn man das Vorderteil dann doppelt mit dem Effekt, das hat auch die runden Punkte, so wie da drin, und über das Blau, dann kommt es schön zur Geltung. Das Blau drunter mit der Spitze. Könnte natürlich auch eine Überlegung, ob man noch so eine durchsichtige Wohlang Streifen ja, unten macht. Ja, die unterste zum Beispiel. Ja, oder ich habe gerade überlegt, die Ärmel würde natürlich auch gehen. Ja. Ne? Ist zwar ein Raglan, aber sollte nichts zu sehen sein, was nicht zu sehen sein darf. Nö. Genau, dann wäre quasi hier der vordere Einsatz gedoppelt. Hier nochmal der blaue und die Ärmel dann wieder nur aus der Spitze. Spitze. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, ja. Auf jeden Fall schön luftig. Ja, also das ist 100% Polyester und der Preis ist, das ist eine Häkelspitze und der Preis ist 35,90 für diese schöne Spitze. Haben wir den schon? Nee, gell? Der hier ist 28,90 der Meter und ich schaue gerade mal, liegt 1,30 breit. Das ist jetzt ja ein bisschen schmaler wie sonst. Da muss man einfach das mit einplanen im Stoffverbrauch. Ne? Genau. Seersacker in Jeans Optik. Schöne Kombi. Ja, jetzt haben wir eine baumwollbestickte Spitze mit Natur. Das sieht natürlich auch edel aus und ist richtig sommerlich. Mit der, so von nah einmal, das sind so große Blüten. Aha, ich weiß, da passt. Ja, geht natürlich auch. Da wir passt ja doch der wieder dazu. Mit nur ein Stoff für ein Stoff, ein Kombi, die passt ja meistens immer zu mehreren Sachen. Ja, das ist natürlich auch perfekt. Ja, weil das bestickte Garn hier, das ist, hat auf jeden Fall einen Glanz und da passt er richtig schön dazu, macht es nochmal richtig edel, ja, wenn man das möchte. Und ansonsten gibt es noch eine, ich muss glaube ich schnell Pflaster drauf machen. Ja. So eine kleine Spitze. Halten nochmal dazu vielleicht. Die hat so ein Bogenrand unten, könnte man schön auch als Abschluss nehmen. Genau, ja. Das hat man oder hier mal ein bisschen Ärmel näher. Na, das muss man dann selbst ausschneiden, aber hat eben diese Bogenkante. Das wäre natürlich total schön für die unterste Stufe vom Rock. Und wenn man den kurzen Ärmel macht, ohne das Gummi, dann wäre das natürlich auch ein super schöner Abschluss. Ja. Genau, und der Meterpreis ist 27,90, ist eine Viskose-Polyester-Mischung. Und der ist 70 Baumwolle und 30 Polyester, ist auch 27,90. So, dann haben wir das. Dann haben wir da was Einzelnes, Viskose. Der steht jetzt für sich. Das ist eine ganz leichte Viskose und die hat ja, ein bisschen Elastan drin mit diesem schönen großen Muster und ist natürlich total wahnsinnig weich. Das ist so richtig schön. Es wird noch für ein Kleid wird's noch reichen. Und als Gürtel dachte man, da ist so ein bisschen
mehr Richtung Jeans, ist ein bisschen fester, passt aber genau zu dem Rosé-Ton als Gürtel, wenn man jetzt nur die Schleife mitmacht oder das Bindeband machen möchte. Und die Viskose, die ist 38,90. Ist also 97 Viskose und 3% Elastan. Und es macht auch gar nichts, wenn der Stoff für die Bindebänder ein bisschen fester ist, weil wenn der zu weich ist, dann fällt der so ein bisschen, oder kann es einfach sein, dass der hier zusammenfällt beim Binden. Und das ist natürlich der Vorteil, wenn man dann hier so was Festeres hat, dann behält das einfach schön die Breite. Ne? Wenn man jetzt einen weicheren Stoff hat und trotzdem das fester haben möchte, würde ich euch einfach empfehlen, dass man das ein bisschen mit einer, mit einer weichen Flieseline, mit einer feinen Flieseline verstärkt, aber nicht zu viel. Wenn es dann zu hart wird, dann ja, ist vielleicht der Knoten nicht mehr so schön oder die Bänder stehen so ein bisschen ab, die Enden, die dann noch nach unten fallen. Aber der hier ist auf jeden Fall richtig gut dafür. Also das ist eine total schöne Kombi. Vor allem finde ich die Kombi aus total knalliger Farbe und dann dieses Pastell echt schön. Ja, und für das Kleid haben wir natürlich einen mega tolle Bordürestoff. Der hat, also das ist oben die Mitte und hat auf beiden Seiten die gleiche Bordüre. Ich mach's mal auf. Ja. Also wenn ihr im Lookbook schaut, das sind auch 2-3 Modelle mit Bordürenstoffen genäht und das kommt schon richtig gut. Unten in den Rockstufen natürlich. Man kann dann mit dieser Bordüre aber auch vorne in diesem mittleren Einsatz spielen oder auch am Ärmel wieder. Ja. Ja. Da hat man halt viele Möglichkeiten. Muss man sich vorher nur gut überlegen, was man wohin macht. Genau. Und ein bisschen mit dem Stoffverbrauch vielleicht nochmal anders rechnen, weil je nachdem, wie man die Bordüre verwenden will, ist es halt eigentlich nicht im Fadenlauf, sondern quer dazu und dann ist der Verbrauch einfach ein anderer. Ja. Dass ihr das nicht vergesst. Ja, also ein schöner Melone-Ton. Mhm, und schön. Der Meter ist 29,90 und ist 1,35 breit. 100% Viskose. Jetzt haben wir noch mal eine Viskose. Und zwar so, die wirkt Satin-Viskose. Wirkt wie Seide. Also sie fühlt sich so an und ist total schmeichelnd. Also ganz, und schnell ist die. Und hat ein bisschen Elastan. Nee, 100% Viskose, kein Elastan. Also so ein Cremeton ist das. Mit dem Schwarz. Kann ich mir natürlich auch gut vorstellen. Sieht natürlich richtig edel aus. Und da gäbe es auch den selben Ton in Uni dazu, wenn man sowas kombinieren möchte. Ja, sieht auch edel aus. Also das hat so ein seidiges Schimmer. Mhm. Und die schwarz-weiße, die ist 33,90. Das ist halt immer der Unterschied, ob es von Toptex Hilco oder Hennes ist. Qualität. Ja. Ja, aber ist wunderschön. Und 1,45 breit. Und die ist 1,50 breit, die Unifarbene, und kostet 24,90. Und ist auch 100% Viskose Satin. So, jetzt haben wir noch den da. Den finde ich auch wunderschön. Und zwar das Besondere an diesem ist so ein Jacquard. Er schimmert so, je nachdem, wie das Licht drauf fällt. Und die linke Seite ist mit Grün. Das sind die Blumen dann grün. Da könnte man natürlich auch spielen, der Einsatz mit Grün oder Rosa und das andere dann Und auch bei den Rockstufen, ne, dass man immer wieder die Seite wechselt. Ja. So. Sieht man es mal besser. Und der ist auch so richtig seidig flutschig. Ja. So ist es denn. Innen oder außen? Oder außen und innen? Gibt's, gibt kein Innen. Nee, es gibt nur zwei schöne Seiten.
Das ist wie wenn man die rechte und die linke Seite keine blöde Seite hat, sondern immer alles schön ist. Ja, und der Meter von diesem zwei schönen Seitenstoff ist 25,90 und ist 1,50 Meter breit. Ja, ist auch sehr ergiebig. Ja. Ja, dann habe ich da einmal so oder so. So ein bisschen Retro-Muster, auch eine Viskose, und die hat wieder ein bisschen Elastan mit dem Orange-Lila. Orange-Lila ist natürlich ein absolutes Muss in dem Sommer. Ja, passt auch. Das sind immer so Zufall. Ich muss jetzt kurz zwischen rein, weil wir haben vorhin echt lang nach einem Uni, nach einem passenden Uni gesucht und hatten ja das Lila. Und jetzt liegt hier der Rose, ja, der Orange, der echt auch richtig gut dazu, ja, passt, für diejenigen, die es dann ein bisschen knalliger mögen. Den, also, hatte ich nämlich schon mal gerichtet für den. Die Kombi wäre auch richtig gut. Ja, da habe ich dann nämlich den Viskose, beides Viskose, wenn man es kombinieren möchte. Oder natürlich auch mit Lila. Der hat in sich noch ein bisschen so Kreise drin. Hört mal ein bisschen mehr. Oh, ja. Auf den anderen weg. Nur, dass ihr mal so die Struktur hier seht. Also es ist nicht gedruckt, es ist gewebt. Und auch je nachdem, wie das Licht drauf fällt, wirkt es ja anders. Ja. Könnte man... Ja, braucht man nicht, das schaut gleich, nee, auf beide Seiten. Ja, genau. Ja. Und also passen auch beide dazu. Jetzt hat es mit Lila, ist Orange natürlich auch super schön kombiniert. Und diesen Stoff von der Firma Hilco ist 1,39 m und 1,35 breit. Dann gibt es den Viskose in Lilas für 17,90. Ist eine 100% Viskose. Und der einfarbige ist 16,90, der Orange. Ja. Dann haben wir da noch einen Spitzen. Die muss man natürlich auch zeigen. Das ist eine ganz weiche Lochstickerei mit ein richtig schön sommerliches Motiv. Also das ist natürlich toll. So ein Kräuselrock dazu, das ist so richtig, ja, das Orange. Orange passt einfach zu allem. Aber da habe ich jetzt Weiß dazu gerichtet. Die passt natürlich auch perfekt dazu. Hat auch ein bisschen so runde Motive, wie die Blüte sind so. Genau, das ist die Lochstickerei. Ja, und das ist auch eine Loch. Und der ist nämlich auch bestickt und bedruckt. Genau, so sieht man es. Ja, kann man doch, ja, doch gucken. Ja, wunderschöne Farbe. Mhm. Und die bunte Stickerei ist eine 100% Baumwolle und der Meter ist 29,90 und 1,44 breit. Und die weiße Lochstickerei ist auch eine 100% Baumwolle und kostet 18,90 den Meter. Ja, man kann natürlich auch ein komplett weißes Kleid machen. Spricht ja nichts dagegen. Ist auch schön. Und da haben wir nochmal ein mega schöne mit wie heißen die Dinger? Paisley. Mit Paisley. Ich war jetzt an Mandalas, vielleicht so was Ähnliches, aber wir einigen uns auf Paisley. Ja, in Pink, Lila mit dem Grün, schöne Muster. Da hast du, glaube ich, eine Jacke, gell? Den Yakimo habe ich da in Boden lang draus genäht. Und vielleicht halten wir es mal ein bisschen weiter weg. So. Das Muster wirklich auf großer Fläche sieht. Er ist total schön. Ja. Richtig schön. Und hat auch so einen ganz leichten, so eine Seersacker-Struktur noch in sich. Also es ist nicht ganz flach, sondern wirklich diese schöne Struktur und dann eben noch den Print drauf. Total schön luftiger Sommerstoff. Sehr, ja, angenehm. Kann man natürlich alles aus einem Stoff machen, wer möchte. Da gibt es ein Viskose-Crepe dazu. Ein bisschen als Farbtupfer oder nur die Bindebänder dazu. Geht ja natürlich auch. Ist auch schön weich. Und der ist der Meter 14,90, der Uni. Den hat man noch nicht, gell? Nee. Der ist 32,90 der Meter.
1,40 breit. Und eine Mischung aus 55% Baumwolle und 45% Rayon. Bügelfrei. Ja. Okay. Und jetzt haben wir noch was andere Qualität, was natürlich für das Kleid auch toll ist. Und genau, der absolute Innenstoff dieses Jahr. Überall sieht man den Muslin. Und diesmal in Batik. Und da auch längs. Und da kann man es auch gut längs nehmen. Okay. Und grün-lila, wieder grün-lila. Das ist einfach eine tolle Kombi. Und schön weich. Ja. Und ich glaube, da würde ich gar keine große Kombi dazu nehmen. Nee. Das ist alles aus einem Guss richtig schön. Und das wird eine 100% Baumwolle sein. Ja, und der Meter ist 16,90. Da kann man gerade zwei Kleider machen. Das ist auch echt günstig. Ja. Ja. Ja, wie breit liegt der? Haben wir das? 1,32 breit. Ja, wobei der auch breiter aussieht. Ja, ich würde auch sagen, das ist nochmal breiter. Ja. 1,50. Ja, ist knapp 1,40. Gut. Dann. Von dem ist noch richtig viel da. Ja, der ist gerade frisch gekommen. Aber ich glaube, ich muss mir den mitnehmen, weil bei Batik werde ich ja immer schwach. Und dann noch in Kombi mit Musselin sowieso. Super schön. Ja, und nochmal eine Musselin, ein bisschen verrückter, ein frecher mit diesem Leo-Druck in Petrol mit Pink. Und das ist natürlich auch eine 100% Baumwolle. Innen ist er weiß, also ist auch doppeltes Gewebe. Und der kostet 18,90 und 1,44 breit. Hat ein bisschen eine glattere Struktur, finde ich, wie jetzt der von gerade eben. Musselin ist ja oft so ein bisschen aufwürfig und so. Der ist relativ glatt. Glatt, ja. Gibt es im Moment wirklich in verschiedene Qualitäten. Macht man das so ein bisschen Waffelmuster oder Leinestruktur, gibt es auch in Musselin. Ja, nach dem Waschen gehen die alle ein bisschen zusammen. Und die gehen natürlich ein, das muss man berücksichtigen. Also lieber ein bisschen mehr nehmen und bei denen auf jeden Fall vorher waschen. Ja. Bei denen. Ja. Und, habe ich schon gesagt, 18,90 Meter für dieses Leo. Leo, ja. Dann gibt es noch Lochstickerei natürlich. Jetzt kommt's. Ja, so schöne Lochstickerei in Blüteform. Also sieht man's. Das ist auch eigentlich eine reine Baumwolle. Ja, was da. Ja. Und der Meter kostet 18,90 und ist 1,30 breit. Mal kurz in, lass mal fallen. Ja. Lass mal das Ganze. Muster sieht, wobei das jetzt schwierig ist in dem Licht, aber ich glaube, so kann man es jetzt erkennen. Ja, also relativ lang gezogen hier. Richtig schön. Gibt es auch noch andere Farben? Ah ja. Sieht man es, wenn man es einlagig macht, dann sieht man ein bisschen das Lochmuster. Ja. Ah ja. Ja. Es ist auf jeden Fall Lochmuster. Es ist auf jeden Fall schön, das könnte uns kommen. Genau. So, was sind da noch für Farben da? Ich glaube, so ein Grün, ein dunkles Grün, Rost und ein Rost. Genau, ja, also auch, gibt's auch noch. Auch sehr schöne Farben. Und dann dürfen natürlich die Streifen nicht fehlen. Ohne als so. Also ganz hell. Auch schön sommerlich. Und der Meterpreis ist hier 22,90, 1,40 breit und natürlich auch 100% Baumwolle. Die gibt es auch in verschiedenen Farben und Streifen, zum Beispiel kräftiger gestreift. Ja, auch cool, kann man natürlich auch quer, längs wie quer nehmen. Und der immer an der falschen Seite ist der Meter 17,90 und alles 100% Baumwolle. Ist auch cool. Ja, kann ich mir richtig gut vorstellen. Kräftige Farbe, ja. Dann
was auch ganz witzig ist, ganz neue Streife. So, was für Streife? Blockstreife. Ja. Und ein bisschen gecrasht, gell? Man sieht so, ja. Gibt es, glaube ich, auch noch in Grün. In Grün gibt es den noch. War das noch so ein Lachs? Ja, das war der schmale. Ja, da ist der Meterpreis 16,90 bei dem Streifen. Kann man auch. Kann man in Richtung wechseln oder vielleicht sogar auch die zwei verschiedenen Farben kombinieren. Dann gibt es noch einen schmaleren Streifen. Eine frische Blau-Weiß. Ist auch immer schön. Den gibt es auch noch in Orange-Weiß. Mhm. Ja. Und der ist jetzt auch 22,90 Meter. Ganz weich, also richtig kuschelweich. Mhm. Jetzt haben wir noch eine in der Sorte. Mit einer frischen Grün. Ist natürlich auch schön. Ein bisschen Farbe, ein wenig frischer mit dem Orange. Oder natürlich auch quer wieder. Und das ist der Kollege, die müsste auch 16,90 Meter. Und 1,31, also die waren knapp 1,40 breit. Mhm. Kann man dann nochmal messen, wenn ihr da Interesse habt. Nochmal die genaue Maße durchgeben. Genau. Und da gibt es auch noch viele andere Farben. Kann man jetzt gar nicht alles zeigen, aber wenn ihr grundsätzlich einfach Lust auf gestreiften Musselin habt, dann kann man da ja nochmal mehr dazu zeigen. Fotos durch, genau. Genau. Und ja, zum Schluss nochmal Batik. Ganz was Spezielles. Handgefärbt. Ja, mal. Noch. So. Genau. Zweimal Wachsbatik. So, in diesem. Ah, die Farbe. Bin einfach nur herrlich. Stellt euch den Strand vor und das Wasser in der Farbe und den Cocktail in der Hand. Oh ja, den Cocktail kann ich mir jetzt ganz gut vorstellen. Ja, also schon 100% Baumwolle und der Meter ist 17,90. Was für handgefärbte Baumwolle echt ein Megapreis ist. Und es ist Baumwolle, es ist natürlich ein bisschen fester. Musselin ist auch Baumwolle, aber es ist natürlich weicher durch die Struktur, wie es gewebt ist. Kann ich mir aber trotzdem total gut vorstellen bei dem Kleid. Wird dann einfach so ein bisschen voluminöser, ne? Kriegt ein bisschen mehr Stand. Ist dann natürlich nicht so funktional ja wie jetzt sowas hier. Aber genau, geht trotzdem genauso gut und kommt sicher richtig gut. Und da gibt es noch eine zweite Farbe. Orange mit Lila. Mit diesem Grün drin ist auch schön. Ja, komm weiter weg, dass man das so ein bisschen wie streifig, gell? Orange, pink, oder? Nee, wirkt nur so. Verteilt sich immer wieder. Natürlich, da kann man natürlich auch schauen, wie man es möchte. Mhm. Und die sind alle gleich im Preis. Und der ist auch. Dann haben wir noch den letzten. Ganz andere. Ohne eine andere Art von Batik. Muster, ja. Diesem grün-blau. Also, genau. Auch wirklich, wiederholt sich dann auch nicht. Ne? Dadurch, dass es wirklich handgefärbt ist, ist jeder Zentimeter wieder anders. Und könnt ihr nochmal die Farben angucken. Also wirklich ganz schön. Ja, das Grün ist schön. Ja, okay. Ja. Geht so in den hellen Regionen fast schon ins Gelb rein, ganz leicht. Dann dieses Blau, richtig schön. Da steht was. Da hat jemand drauf geschrieben. Das ist die Unterschrift vom Designer. Das wahrscheinlich, muss man die kostet extra. Ja, das ist eine schwungvolle, nette Schrift. Das gehört so. Das gehört so. Die wiederholt sich nicht. Ich glaub's auch nicht. Also ihr kriegt einen reinen Batikstoff. Ja, da steht, ich habe das gemacht.
Genau. Ja. Ja. So, ich glaube, das war Rekord. Stoffe. Genau. Irgendwie. Keine Ahnung, 30 Stoffe in 30 Minuten. Ja. Wie der aussieht, sieht man ja. Und was er kostet, haben wir gesagt. Und für was man es braucht, ist auch eigentlich klar. Man kann natürlich noch viel anderes mitmachen. Natürlich schöne, leichte Sommerhose. Ja. So, das Kleid als Bluse ist natürlich auch cool. Alle anderen Kleiderschnitte gehen natürlich auch. Klar. So als Idee einfach. Aber wenn es eine Eveljane wird, dann freue ich mich besonders drüber. Und heute noch 40%. Bis um 8 um 12 noch. So sieht's aus. Okay, gut. Dann haben wir's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schönes Überlegen, schönes Aussuchen. Und wie gesagt, über die ganzen Kanäle, Instagram, WhatsApp, E-Mail, wenn ihr was wissen möchtet, einfach kurz schreiben. Wir schicken dann noch mal Fotos zur Absicherung oder suchen noch was aus, was, wenn ihr noch was dazu braucht. Zum Beispiel Spitze oder sowas. Ja, gibt es auch die eine oder andere, kann man dann dazulegen und schauen, wie es euch gefällt einfach. Oder Kordeln. Ja, der Laden ist voll. Ja. Okay, dann bis zum nächsten Mal und schönes Überlegen. Bis dann. Tschüss. Meine dicke Finger. Jetzt.